Hi. Halli, hallo, Hallöchen, wir sind bei einer neuen Aufnahme und wir sind jetzt riesengroß. Als Riesen kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Na, das machen wir doch gerne. Das ist die Hand, das ist der Fuß. Okay. Na, das ist aber auch nicht gerade aufregend jetzt, oder? Jetzt stampfen wir da rum. Das hier irgendwie auch. Nee, das können wir nicht einstampfen. Okay. Da haben wir noch was. Ja, aber sie müsste jetzt wirklich nicht so trampeln, meiner Meinung nach. Nur weil sie größer ist, heißt es noch lange nicht, dass sie jetzt so trampeln muss. Das war ja einfach bisher. Jetzt musst du auch noch mit meinen Haaren zu spielen anfangen. Charlie, ich will aufnehmen. So. Was wartet als nächstes? Ah, hier. Hier können wir alles zerstören. Warum auch immer. Es ergibt in meinen Augen im Moment noch gar keinen Sinn, aber okay. Wenn's das Spiel so verlangt, dann machen wir das so. Was auch sehr glaubwürdig ist, sind das, wir haben hier Spuren, die wir hinterlassen beim Gehen, die wieder verschwinden. Sehr schön. Ja, das Spiel ist doch mal so realistisch. Ja gut, das ist Alice im Wunderland, aber trotzdem. Oh, ihr schon wieder. Was wollt ihr denn? Ach, die können mir wirklich wehtun. Stimmt, ich habe einen Lebensbalken, sehe ich gerade. Aber ich wollte halt warten, bis alle bei mir dastehen, damit ich sie alle mit einem Schwung umbringen kann. So. Hey, hör auf zu schießen. Nee, das ist nichts zum kaputt machen. So. Die auch kaputt gemacht. Und dann stampft man die hier noch nieder. Kommst du dir ja vor wie bei Lilliput, echt. Wow. Schlimm. Und bam. Die auch kaputt. Was willst jetzt du da noch? Dich hat wohl keiner lieb gehabt, dass du übrig geblieben bist, hä? Die wollten dich nicht mitnehmen in den Tod. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ding angreifen soll. Nee, da bin ich mir echt nicht so sicher. Ich habe ja die Befürchtung, dass das mir verdammt wehtun wird. Ah! Igitt. Igitt. Na, was ist jetzt? Petzener! Rechte Maustaste, Herz zerstampfen. Das ist nämlich eher Herzmassage. Okay, gut, das war doch keine Herzmassage. Nur eine Fleischwunde? Meinst du wirklich? Okay, das kann man nicht weiter zerstampfen. Ach komm, jetzt habt ihr die Alice wirklich so stampfelig machen müssen? Ich verstehe das nicht. Nur weil es jetzt ein paar Zentimeter größer ist, muss sie doch nicht so stampfen. Gut, ein paar Zentimeter ist gut gesagt, aber trotzdem. Ja, bis jetzt ist es sehr einfach. Hätten sie ruhig ein kleines bisschen schwerer machen können. Okay. Zurzeit wird es zur Gewohnheit, dass ich immer SMS während dem Aufnehmen kriege. Ja, weil eigentlich wollten wir ins Kino gehen, eine Freundin und ich. Einfach mal wieder just for fun, mädelsmäßig und naja. Der Film, den sie anschauen wollte, ich wollte er natürlich auch sehen, läuft leider noch nicht. Also ich vermute aber, dass er bald läuft. Und ich erwähne jetzt bewusst nicht, was es für ein Film ist, weil ich weiß, ich werde so zugehatet, wenn ich es nur erwähne.
Vielleicht erratet es ihr ja. Gut, das heißt natürlich jetzt nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Folge dass das schon ist jetzt. Ob der Film nicht doch schon läuft, wenn ich hier. Wenn ich hier fertig bin, also wenn diese Aufnahme hochgeladen ist, ob er nicht dann eh schon läuft. Ich weiß auch gar nicht, wann er anläuft. Auf alle Fälle übermorgen nicht. Nur übermorgen ist diese Folge noch gar nicht geabt. So, jetzt stirb doch endlich mal hier. Geh halt weg, Alice, wenn der da auf dich schießt. Ja. Jetzt so na. Ja, lass dich noch ruhig abschießen. Hast schon recht. Tentakel ausreißen. Yippie, yay. Wo soll ich mein Trinken? Oh, da vorne. Ach, jetzt tut's auf einmal weh. Doch, keine kleine Wunde. Kleine Fleischwunde. Wie viel Herzen hat die denn? Meinst du? Da wäre ich mir nicht so sicher. So, hier haben wir gleich wieder ein paar Figürchen. Was ich cool finde, ist, dass wir hier gerade wieder jede Menge einsammeln. Ja, schieß nur ruhig. Hast schon recht hier, ey. So. Dann müssen wir erstmal hier rein. Jetzt komm schon. Aber als erst reiße ich den Tentakel aus, würde ich behaupten. Nee, kann ich noch gar nicht, oder? Jetzt komm schon. Ist das hier der Tentakel? Ja. Damit der aufhört zu schießen. Ist ja voll nervig. Wenn die da das Ding die ganze Zeit schießt. Boom. Ah, wir sind am Ziel angelangt. Sehr schön. Wieso soll ich auf dich hören? Wieso soll ich auf dich hören? Bau. Bau, 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 bau. Ich mag. Genau. So. So hat die da hinten. Oh, das sind jede Menge. So. Noch ein paar? Das gefällt mir. Wenn man so viele Gegner auf einmal killen kann, sowas mag ich. Das mal habe ich am Dynasty Warriors auch so gern gemacht. Wenn sie da mit deinen Gegner durchfetzt und mit einer bestimmten Attacke, keine Ahnung wie viel. Entschuldigung, wie viele Gegner auf einmal zerstört hast. Schluck auf. Schrecklich. Was hast du gesagt? Ja. Red deutlicher. Ja, das war sehr, sehr realistisch. Was heißt realistisch? Authentisch. Nennen wir es mal authentisch. Weiß nicht, was das richtige Wort hier wäre. Drink me. Sag mal, tust du alles, was draufsteht? Bäh. Das ausschaut. Aber vorher steigt sie wenigstens noch darüber. Da ist sie wenigstens schlau. Uhrwerkbombe und Teekanone bilden ein fatales Gespann. Wieso? Einst bestandest du aus zwei Teilen derselben Seele. Wohin hat dich das gebracht? Weiß ich nicht. Hier ins Spiel vielleicht. Waffen? Wir haben schon wieder genug. Was werten wir denn jetzt auf? Das wäre das Niedrigste, sag ich mal. Steckenpferd würde ich aber am liebsten nehmen. Och Gott, hätte ich's bloß nicht gemacht. Wie kitschig ist das denn? Ach du Scheiße. Schaut euch das an. Ich meine, okay, das Feuer ist in Ordnung, aber Ansichtssache. Trotzdem, um die Vergangenheit aufzudecken, um die Suche fortzusetzen, musst du sie. Hallo, ihr Lieben. Ja,
es ist schon lange nicht mehr abgestürzt, außer eben jetzt. Aber, wie gesagt, es ist schon lange nicht mehr abgestürzt, wenn man das jetzige mal weglassen würde. Und wir hatten genau hier das Save Point. Ist doch perfekt. So, meinen Ton wieder lauter stellen. Das hasse ich so bei den Spielen. Auf der einen Seite muss ich ja den Sound etwas runterschieben, damit es dann auch mit meiner Tonspur zusammenpasst. Habe ich jetzt schon aufgewertet? Das Einhorn, genau das Einhorn wollte ich. Nee, will ich jetzt gar nicht haben. Dann nehmen wir jetzt die Pfeffermühle. So. Ja. Na, die sieht doch in Ordnung aus. Ah, wie ein Wildschwein. Okay. Auf der anderen Seite muss ich halt den Ton vom Spiel selber etwas leiser stellen, damit ich dann auch anständig zu hören bin. Weil es soll ja angeblich Leute geben, die sich die Let's Plays anschauen, weil sie mich hören wollen. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Aal aus der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Und auf der anderen Seite ist aber der Beginn von dem Spiel so laut. Also diese Dinge, wo da immer dasteht, wer das produziert hat. Ja, genau. Und dann stelle ich immer so schön leise. Jetzt gibt's wieder eine Rutschpartie, damit ich mich da nicht gestört fühle. Wow, das ist jetzt aber verdammt schnell gewesen. Aber dann im Spiel ist man natürlich wieder zu leise. Aber gut, das sind Probleme, die habe ich. Die habt ihr nicht. Weil ihr seht den Anfang ja gar nicht. Bäh, das ist doch eklig, oder? Jetzt rutschen die auf eine Zunge dahin. Bäh. Ist zwar eine seltsam geformte Zunge, aber Zunge ist Zunge, pfui Teufel. Schauen wir mal. Jetzt sind wir bei 200 Zähnen. Bäh. Ja, tut er durch weh. Wie viel wir jetzt da noch zusammenkommen, aber ich glaube, so viel wird es nicht werden. So. Ah, da ist das nächste Herz. Ich wollte irgendwie bewusst nicht auf dieser Zunge da drum landen. Ach, das wäre kein Problem gewesen. Okay. Bäh, ich sollte mal zum Zahnarzt. Ich würde behaupten, die sind etwas schwarz. Das ist nicht unbedingt gesund. Ich weiß das leider. Das kann wehtun. Bäh. Ja, gut. Das ist ein Auge. Die hat sogar herzförmige Augen. Nett, oder? Ist kein Wunder, dass die so schlecht drauf ist, wenn die solche schmerzende Zähne hat. Weiter kann sie mir erzählen, was sie mag. Die müssen wehtun. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich freue mich gar nicht drüber. Egal. Oh, doch, aber das freue ich mich schon. Das ist auch mal eine nette Art und Weise, an Rosenfarbe zu kommen. Ja, wieso nicht? Wenn es nichts weiteres ist, dann machen wir es halt so. So. Da drüben haben wir auch noch welche. Die wollen auch besiegt werden. So. Ah, kaputt. Da hinten ist der Tentakel. Okay. Ja, aber ich will hier noch gern die Zähnchen einsammeln. Dann holen wir uns den Tentakel da hinten. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Ich bin ein bisschen aus dem Takt geraten. Und rausgerissen. Na super, jetzt rennen wir an das andere Ende und reißen es da raus. Na super, es ist ja spannend, würde ich behaupten, wenn sie sich wenigstens ein bisschen schneller bewegen würde. So kann man ein Spiel in die Länge ziehen, würde ich jetzt mal so sagen. Zack. So. So. Dann euch noch schnell da. Der mir schließlich auch ein paar Zähne gibt, wenn ich euch zertrampel. Ah. Ja gut, das muss natürlich auch passieren. Es hätte mir jetzt gar nichts gebracht, wenn ich die nicht zertrampelt hätte. Boah, jetzt auch die schon, es stürzt ab. Ich hasse das, wenn es kurz so hängen bleibt. Boah, das Spiel, es raubt mir noch den letzten Nerv. Okay. Da hinten. Oh, jetzt wenn es halt ein bisschen schneller wäre. Alice, lass dich doch nicht so bitten.
Lauf doch einfach schneller. Kann ich nicht schräg laufen? Nein, natürlich nicht. Hör auf mich zu schießen. Was willst du denn? So, das Herz zertrampeln. Sehr schön. Weiß ich doch, Grinse. Weiß ich doch. Oh, jetzt haben wir genug, meine ich, für eine neue. Für eine neue Rose. Ja, sehr schön. Und die nächste Rose wird angefügt. Gut. Das mögen wir doch so, oder? Das ist schön. Versuche im Zustand der Hysterie. Okay. Im Zustand der Hysterie. Keine Ahnung, da ist was gestanden und ich habe es nicht gelesen. Juhu! So. Gut, dann geht's hier jetzt wieder raus, würde ich mal behaupten. Mit einem neuen Leben und zusätzlich auch noch aufgefrischt. Das finde ich super. Das finde ich ganz, ganz schön bei vielen Spielen. Ist das so? Ich meine, bei Zelda beispielsweise ist es auch so. Ah, da ist eine Blume hinten. Dass sobald man einen neuen... Kann man das nicht? Okay. Sobald man einen neuen Herzcontainer dazu bekommt, das komplette Leben aufgefüllt wird. Sowas finde ich schön. Das finde ich toll. Sollte öfter passieren. So. Nee, da muss ich doch irgendwo dahin. Ach so, abschießen. Ja, soweit hätte ich eigentlich selbst auch denken können. Egal, wie sieht sie denn jetzt eigentlich in Benutzung aus? Naja, das ist halt scheiße, wenn man das so gar nicht sieht. Weil man sie aus dieser Perspektive ja nie sieht, die Alice. Da bringt einem das nicht unbedingt viel. Dass die jetzt dann so grafikmäßig anders ausschaut. Naja, egal. Oh. Da oben? Haben wir was zum Abschießen? Oh. Das ist schön. So ein leichter Basston, würde ich jetzt behaupten. Der Herzschlag. Hört sich an, wie, als wäre das ein Basston. Ich muss mich erst noch an mein Headset gewöhnen. Ich habe es jetzt eigentlich auch schon eine schöne Weile und Let's Play jetzt auch schon ein schönes Weilchen damit. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich konnte ja bisher noch nicht so ganz diesen tollen Sound testen. Da diesen, oh, so tollen Surround-Sound konnte ich bis jetzt noch nicht wirklich testen. Wie denn auch? Ich hatte auch nichts wirklich da irgendwo. Nicht abstürzen, Alice. Nicht abstürzen. Und Origin, du auch nicht. Aber egal. Es ist ja allein schon die Tatsache, dass es einfach vom Sound auf den Ohren einfach viel, viel genialer ist. Wenn du halt plötzlich einen Bass hast. Ich habe zwar auch eine etwas bessere Boxen generell an meinem Laptop. Also dieses Beats Audio, die sind natürlich etwas besser, als würde man einen normalen Laptop mit normalen Boxen benutzen. Aber mit diesem Headset ist es natürlich gleich was anderes. Ja, es gibt dann zwar diese Leute, die sagen, ja, das ist so scheißegal. Wie mit auf jedes so Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die schmerzhaften sollten wir auslöschen. Nein, würde ich nicht sagen. Schmerzhafte Erinnerungen muss man manchmal behalten. Natürlich, sie plagen einen, aber sie ändern Menschen auch. Definitiv. Definitiv. Nee, es gibt natürlich die Leute, die sagen, ja, wie kann man auf so kleinen Raum so viele Boxen platzieren, das kann ja nicht gut gehen, kauft doch keinen so einen Scheiß, wo es heißt, ja, auch so toll Surround Sound. Das mag schon stimmen irgendwo, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber es hört sich immer noch besser an, wie wenn ich ganz normale Kopfhörer habe. Und man kann sich auch über alles aufregen. Mei, und es ist natürlich irgendwo blöd, wenn man mit einem Headset aufnimmt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, hol dir ein Standmikro und so weiter. Aber ich wollte halt lieber ein Headset haben. Und ich war eigentlich immer der Meinung, dass sich dieses Headset hier eigentlich sehr gut anhört. Und es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert, dass es sich schlecht anhören würde. Und, naja,
Ich könnte schon manchmal brauchen, so ist nicht so ein Standmikrofon. Hätte schon so seine Vorteile. Zum Beispiel in Togethers, wenn man diesen Hall nicht hat, wenn man zwei Soundspuren übereinander fügen muss. Aber das hilft nicht. Wir haben halt keins. Wir haben Headset und ich bin zufrieden damit. Ich bin wieder total in irgendein Thema hängen geblieben und habe nicht auf die Uhr geschaut. Und in die Uhr sagt, die Folge ist vorbei. Genau das steht auf der Uhr. Glaubt ihr mir nicht? Na, dann würde ich sagen, bye bye, dann seht ihr, dass sie vorbei ist. Tschüss.